Ein weiterer Tag in Fellbach. Ich weiß noch nicht so genau, was mich erwartet. Treffpunkt mitten in der Stadt. Fellbach ist auch eine sportliche Stadt. Hier gibt's auch den Olympiastützpunkt für rhythmische Sportgymnastik. Und in diesem unscheinbaren Haus hier, nein, da ist nicht der Olympiastützpunkt, aber da wohnt eine Athletin bzw. Trainerin und genau mit der bin ich jetzt verabredet. Judith Hauser zeigt mir einen ihrer Auftritte aus ihrer aktiven Zeit. Und auf was kommt's da an bei der rhythmischen Sportgymnastik? Was ist da das Wichtige? Ja, es ist ganz viele Sachen sind wichtig, auch wie du siehst. Also bei der Gruppe ist Synchronität allerwichtigste. Auch hier bei Fuerte zum Beispiel Drehungen, überall die Zusammenarbeiten, dann, dass man auch auf sich konzentriert, aber auch auf alle anderen fährt. Mhm. Und warum sind die Sportlerinnen hier in der rhythmischen Sportgymnastik, warum sind die so gut hier in Fellbach? Weil wir Stützpunkt hier haben, in Schmieden genau zu sagen. Und alle deutschlandweit, die gut sind, kommen zu uns und dann nehmen wir zusammen hier. Judith Hausers Vater ist Deutscher. Sie ist zwar in Deutschland geboren, aber in Ungarn aufgewachsen. Seit 2012 lebt sie in Fellbach. Wie lebt es sich so hier in Fellbach? Ging es schnell, sich hier einzugewöhnen, Freunde zu finden? Ja, definitiv sehr schnell. Also die Mädels in der Halle, wo ich die meiste Zeit verbracht habe, sind total nett und lieb. Und wir sind immer noch sehr gut befreundet, auch die nicht mehr da sind. Und außerdem auch in Fellbach. Also ich kann nur Gutes sagen. Also Sie fühlen sich wohl hier? Ja, definitiv. Was sie selbst gelernt hat in ihren Jahren als Sportlerin, kann sie jetzt als Trainerin weitergeben. Schneller und schon. Rechts, rechts, rechts noch. Mach diesen kleinen Wurf nicht. Und Achtung. Ich finde, Sie sind ein bisschen streng mit Ihren Mädchen. Ich bin streng? Ja, manchmal kommt schon ein ernstes Kommando. Muss ab und zu auch sein. Was ist jetzt wichtig, gerade in Training jetzt im Moment? Ja, wir sind jetzt schon eigentlich Ende von der Vorbereitungsphase, weil die Wettkämpfe fangen bald an. Und ja, also hauptsächlich machen wir jetzt Übungen, also Wettkampfübungen. Turnen wir viel, so wie auch bei der Wettkampf ist. Und das eigentlich sitzen sollte, genau. Ja. Eigentlich. Ja. Ich würde das ganz gerne mal ausprobieren mit diesem ja, Band. Können Band wir mal, können, ja? Ja, klar. Helfen Sie mir ein bisschen? Ja. Und nur, also erstmal dann die Spirale vielleicht. Weg vom Boden, immer. Die Ende darf auch nicht auf. Ja, ja, ein bisschen eleganter, aber sonst nicht schlecht. Ein bisschen eleganter, sagen Sie. Ich gebe mir schon alle ja, Mühe. Ja, ist gut. Okay, dann kannst du auch von oben nach unten. Genau, ich bin ab. Und jetzt hast du den Knoten schon. Wenn das im Wettkampf passiert, das ist es vorbei, oder? Das kann man auch so sagen, ja. Also erstmal das, wenn du das wegkriegst, also erstmal kriegst du so viele Abzüge. Oh Gott. Das will ich gar nicht ausrechnen. Also mit einer Medaille wird es ganz eng. Ist Ihnen das schon mal passiert, dass Sie einen Knoten drin hatten? Ja, klar. Oh Gott, echt? Ja. Auch während der Übung? Oh ja, Gott. Aber es ist auch so, also wenn das nicht so groß ist, kann man weitermachen. Ja. Also auch zum Empfehlen. Aber es fliegt halt nicht mehr so schön, ne? Ja, aber kommt drauf an, wenn man so einen Knoten hat am Ende, wirklich so eine ganz kleine Enge, ja, dann macht das nichts. Also ich habe jetzt schon Muskelkater hier oben im Arm. Also ich merke das hier dann schon. Dann mach mit links auch ein bisschen. Mit links? Links. Okay. Ja, an meinem entspannten Gesichtsausdruck muss ich nur arbeiten. Ich finde es gut, also für den ersten Mal. Ich werde rhythmische Sportgymnastik.